Mein Ziel? Ein Rollergirl werden. Beim Roller Derby treten zwei Teams gegeneinander an. In jedem sind 5 Spielerinnen. Eine davon sammelt Punkte. Die Jammerin. Die mit dem Stern auf dem Helm. Sobald sie eine Gegnerin überholt, macht sie einen Punkt. Die anderen versuchen sie zu blocken. Bevor es richtig losgeht, brauche ich zuerst ein neues Outfit. Boah, das wäre natürlich cool. Aber ich brauche erstmal die Grundausrüstung. Outfit, Skates, Schoner und zwar überall. Einen Helm und jetzt brauche ich meinen Coach. Also ich muss zuerst lernen zu stehen und zu fahren. Und dafür müssen wir uns ein Powerhouse aufbauen. Das heißt, wir nehmen die Schultern zurück, machen uns gerade und setzen uns über unsere Füße, gehen in die Knie. Und dann haben wir hier Spannung überall. Und dann geht's. Und dann geht's los. Und dann, wenn du jetzt skatest, dann nimmst du von dem einen Bein und fährst von dem Bein auf das andere seitlich. Und bremsen? Ich nehme das hintere Bein, setze die Achse auf und ziehe mich zusammen. Und ranziehen. Ja, schwer, ne? Soweit die Theorie. Erstes Training jetzt. Ja, dein erstes Training. Viel Spaß. Gut. Wird witzig. Zum Glück darf ich mich erstmal einrollen. Gerade ausfahren und lächeln geht doch. Das klappt nicht so gut. Wir joggen. Mit Rollen. Oh Gott. Ich brauche eine Pause. Oh. Kreislauf? Nee, Pause. Oh, nicht schlimm. Hauptsache, das tat dir weh. Bisschen auf dem Po. Zum Abschluss von Training soll ich jetzt mit den anderen zusammenspielen. Trainerin Trixie aus will, dass ich Blocken übe. Okay. Ja, das wird schon. Dann mal los. Jetzt fährst du rüber. Ja! Yeah! Ging doch. Fanden meine Teamkollegen übrigens auch. Und hat sich toll ins Team eingefügt. Sie könnte eine gute Derby-Spielerin werden. Mein Fazit. Erstes Training vorbei. Hat super Spaß gemacht, aber mein Po tut sehr weh. Die Mädels waren echt cool und ja, wer ein bisschen Kampfgeist hat, dem würde ich im Sport empfehlen. Meiner ist für heute erschöpft. Jetzt nur noch abrollen.